Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Fun Heyday. Wir spielen hier heute im Christmas Derby oder wie es auch heißt, Holiday Derby. Heyday. Und zwar gibt es hier sehr interessante neue Aufgaben mit dem Weihnachtsupdate. Zum Beispiel habe ich hier eine heiße Schokolade 28 Mal. Oder hier gerade war eine mit Kino 320 Punkte. Ziemlich interessant. Was es alles so an Aufgaben gibt. Und natürlich auch neue Schübe. Ich habe jetzt noch keinen, aber Sanyo hat auf jeden Fall schon welche gehabt. Die hat sie mir auch gezeigt. Unter anderem schnellere Hummerschwanzproduktion, Fischernetze und Angelhaken hatte sie, glaube ich. Die hat eigentlich nur neue Dinger. Ich habe noch die alten, aber das ist ja nicht so schlimm. Deswegen kann ich euch trotzdem davon erzählen. Bei den neuen Schüben ist das so, dass das halt alles schneller produziert wird im Angelbereich. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch andere Schübe, also neue Schübe für andere Bereiche gibt. Die habe ich zumindest noch nicht gesehen. Aber kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So Stadtschübe. So ein Stadtschub hatte sie auch noch mit schnellere Produktion. Dass die Leute schneller fertig sind in der Pension. Und schieß mich tot. Irgendwas davon. Naja, egal. Ich habe die Schübe nicht, kann es euch daher nicht zeigen, aber die gibt es. Tom habe ich gerade in Aldi geschickt, der hat mir Kürbissuppe geholt. Das finde ich sehr nett von ihm, dass er das gemacht hat. heute mache ich keinen Stream. Also am 23. ist ja heute, mache ich keinen Stream, weil ich auf einer Weihnachtsfeier bin von der Firma, wo ich arbeite. Und morgen habe ich vor, einen Stream zu machen, also an Weihnachten. Weihnachten Mittag. Also abends nicht, da machen wir familiär irgendwas. Ja, man muss gucken, wie das ist. Weil, wenn ich natürlich morgen bis 6 Uhr nachts auf der Weihnachtsfeier bin, dann kann ich natürlich nicht mittags einen Stream machen. Dann bin ich noch im Land des Todes. Irgendwo bei Alice im Wunderland hänge ich dann rum und spiele mit den Drachen oder was auch immer. Dann kann ich keinen Stream machen. Aber ich versuche auf jeden Fall mittags einen Stream zu machen, Sonntag, an Heiligabend. Ja, wir sind aber jetzt hier noch am 23., also noch vor Heiligabend. Deshalb füttern wir jetzt erstmal die Tiere, denn die müssen ja auch fit sein für Heiligabend. Die dürfen natürlich nicht hungern. Die müssen top gestriegelt sein, top gepflegt. Alles für Heiligabend muss fertig sein, dass die Tiere auch wunderbar aussehen, wunderbar zurecht sind. Und nicht zu jammern haben, denn Heiligabend ist das Fest der Familie. Und da gehören die Tiere natürlich auch dazu. Wenn man Tiere hat, natürlich. Wenn nicht, dann gehören sie nicht dazu. Man hat ja keine. Ja. Specksalat kann ich machen. Cool. Ja, ich hätte mal mehr Mayonnaise machen sollen. Aber, ich habe gerade kein Oliven. Kein Olivenöl. Das ist halt immer ein bisschen nachteilig, aber es sollte auch kein Problem sein. Noch kann ich mit der Mayonnaise, die Mayonnaise überbrücken. Den Mayonnaisenmangel. Oder wie man den noch nennt. Entzug von Mayonnaise. Ich bin ja noch in der Ausbildung, ich hatte gestern Schule. Und der eine, der ist so rumgelaufen. Der ist sonst immer richtig happy drauf und so. Und immer richtig hyperaktiv. Und der war gestern, der war sowas von schlecht gelaunt und sowas von, der sah sowas von scheiße aus. Da hat man echt gedacht, dass der sonst immer Drogen nimmt und richtig auf Entzug war. Also, boah, ich habe 63 Hühnerfütter, was? Kommt bestimmt von meinen ganzen Milchaufgaben, die ich erledigt habe. Weil ich habe dann immer Milch und Hühner produziert. Kuh- und Hühnerfutter. Aber ich habe dann meistens mal die Kühe geerntet. Mal, also ich habe hier 1, 2, 3, 4 Milchaufgaben gemacht. Zweimal Schiff, Pulli, Honigtee und jetzt heiße Schokolade. Und als 10. Aufgabe, keine Ahnung, werde ich, wenn noch ein Schiff kommt, das machen oder nochmal Milch. Okay, viermal Milchaufgabe, ey. Krass. Krasser Shit. Ja, wie gesagt, der war dann, der sah echt aus, als wäre er komplett auf Entzug gewesen. Also richtig, richtig heftig. Ja, wir haben schon einen Tannenbaum. Den hat Sanyo auch schon geschmückt. Ich habe den nicht geschmückt. Ich kann das nicht. Ich bin dazu unfähig für.
Entweder mir fallen alle Kugeln runter oder ich stolper in den Tannenbaum rein oder irgendwas anderes passiert. Ich darf das auch gar nicht. Wenn ich das mache, dann nur unter Aufsicht und unter höchster Vorsicht. Und deswegen lasse ich es einfach ganz sein, weil es mir sonst einfach zu lange dauert. Und Sanyo lässt mich da sonst nicht dran, weil ich einfach ein richtiger Tollpatsch bin, dem jeder Scheiß passiert, dem sonst keinen passiert. Deswegen darf ich das nicht. Und schusselig bin ich auch noch, also ja. Fällt alles runter, was nicht runterfallen darf. So ist das. Ich habe übrigens Event mit den Helfer, das Helfer-Event, abgeschlossen. Gab's noch eine coole Weihnachtskugel. Ich wollte eigentlich noch meinen Bereich dekorieren, Weihnachtsdesign, aber ich habe einfach zu wenig Weihnachtsdeko dafür. Ich versuch's noch zu machen. Ich kann's aber nicht garantieren. Ein Sommerdesign gibt's auf jeden Fall, davon habe ich genug Deko, weil der Halloween-Design, der ist ja schon jetzt vorbei. Ja, der muss mal so langsam von dannen ziehen. Oder wie man das auch nennt. Im Ghetto-Viertel. Nein. Im Fachjargon. Pfirsicheis. Ich habe eigentlich hier mein Ernesti angeheuert, Sahne und Zucker zu machen, 70-70. Weil ich diese heiße Schokolade schon geplant hatte. Deswegen darf der nichts anderes machen, der Alte. Ich habe jetzt keinen weißen Zucker mehr, ist das Problem. Ich schieb das mal für ihn rein, weil er macht das ja sowieso. Das ist ein Problem ohne weißen Zucker. Warum habe ich hier Eis gemacht? Aber Pfirsich. Okay, aber Pfirsich-Dings ist ohne Zucker. Boah, wie groß ist der? 1,40 oder so? Irgendwie 1,40. Oh, Meter ist das, sorry. Ups. Hier machen wir grünen Smoothie. Muss ich immer. Nee, machen wir nicht. Ich habe zu wenig Zitronen. Dann lassen wir es einfach leer. Das ist sowieso nicht so wichtig. Davon habe ich so viele von den Smoothies. Ich missachte gerade eine Regel, die ich euch eigentlich immer empfehle. Immer alles voll haben mit der Produktion. Ist auch besser so. Aber ich brauche kein Geld, deswegen ist das nicht so wichtig, wenn ich das nicht produziere. Natürlich könntet ihr jetzt sagen, ah, aber XP und so. Ja, ich weiß. Aber ich möchte meine Zitronen nicht dafür verschwenden. Reisnudeln, Honig. Habe ich nicht. Ah, hier können wir wieder. Ich möchte meine Zitrone nicht verschwenden. Dann mache ich mal halt Himbeer. Himbeerkerze. Möchte noch nicht mal für Kerzen. Was hat denn die Letz? Letz hat Angst, dass es Derby verkackt. Das hat sie mir schon geschrieben. Ich könnte was erbitten. Erbitten mal Honigpopcorn. Tom war schon im Aldi, deswegen brauchen wir den nicht mehr schicken. Dann können wir ja jetzt die Stadt machen. Juhu. Dauerclicking. Ja, wann wurde ich Level Up? Vor 3 Tagen, ne? Oder vor 4 Tagen? Irgendwie so. Und jetzt wieder 240.000. Das läuft. Ich glaube, vor 3 Tagen wurde ich Level Up. Ich weiß es nicht mehr genau. Mittwoch, glaube ich. Also vor 4 Tagen. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich habe auch nicht so viel gezockt in der Zeit, muss ich sagen. Ich war ein bisschen mit der Arbeit überfordert. Und hab jetzt Urlaub. Yay. Oh nein, mir fehlt ein Weizenbündel. Scheiße. Oh. Warum wollt ihr nicht rein? In das hässliche Buch. Da steht nur Müll drin. Das mit dem Stadtupdate hier finde ich cool, dass man bei mehreren Leuten holen kann. Das gefällt mir. So, Kiste. Kiste. Ist keine Kiste. Bin mal gespannt, ob sie das Ostern geschafft haben. Level 25. Boah, das dauert ein Weilchen. Auch wenn es von 50 bis 75 ist, aber das dauert trotzdem ein Weilchen.
Für den kommt mit Ostern, ne? Ah, eigentlich, ich glaube sogar noch länger. Juni, Sommerferien. Sommerferien, 25 Level. Je nachdem, wie viel man zockt, ne? Von 50 bis 75, wie viele Erfahrungspunkte sind das denn? Von 50 braucht man, glaube ich, 300.000 oder so. 300 bis 400.000. Das ist dann fast immer. Wenn man pro Woche ein Level schafft, 25 Wochen, ist ja schon ein halbes Jahr. Ja, ne, Juni dann. Denk mal, Juni, Juli rum. Ne, ehrlich, bis Juni. Also, wenn man wirklich ein Level pro Woche schafft, weil 300.000 hat man ja auch nicht an einem Tag gespielt. Vor allem nicht in dem niedrigen Level. Und dann gehen sie ja noch zur Schule und so, spielen nicht immer. In Ferien machen sie mehr Erfahrungspunkte. Das heißt, dann könnte man eine halbe Woche rechnen, dann rechnet man das noch dabei. Das noch. Wenn sie heute anfangen. Je nachdem, wie aktiv sie spielen. Ich würde so auf 20. Juni tippen oder sowas. Tippe 20. Juni. Das ist mein Tipp. Hummerschwanz habe ich nicht, Alter. Mann. Er checkt es nicht. Die wollen immer Hummerschwänze und ich hab die doch nicht. Sonnenhut. Hässlich. Produziere keine Sonnenhüte. Die schaden der Gesundheit. Boah, ne. Fünfmal Sahne kriegst du nicht, du. Holzkopf. Boah, was wollen die denn für eine Scheiße haben? Die habe ich doch alles nicht. Das ist zum Heulen. Wer möchte Nachos? Nachos sind gut. Strandcafé. Souvenirlade. Alles vollpacken hier. Jedes Haus muss platzen. Weiß gar nicht, ob ich im Anglerbereich schon war. Ich glaube nicht. Vielleicht finden wir ein Geschenk. Oh, ein Geschenk. Das wäre super. Dann würde ich weinen vor Freude. Kommen jetzt schon wieder die Tränen. Wenn ich an Geschenke denke. Dann schrei ich vor Glück Zalando. Yay. Zalando. Bichanet. Eine Stunde noch. Leck mich. Leckt mich, Fischernetze. Leckt mich, Fischernetze. Die haben echt eine Scheißzeit. 18 oder 19 Stunden ist richtig scheiße. Da würde ich sogar 24 Stunden besser finden, weil dann kann man viel besser planen. Wenn das immer 5 Stunden vorher ist, irgendwann bist du in der Nacht und kannst sie nicht ernten. Das ist richtig scheiße. Deswegen wird das gar keinen Unterschied machen, ob die jetzt 24 Stunden dauern oder 19 Stunden. Weil man pennt ja auch am Tag. Dann fände ich 24 Stunden besser, um ehrlich zu sein. Dann könnte ich sagen, ich ernte immer um 11 Uhr fertig. Oder so, was weiß ich. Oder halb 1 oder sowas. Das wäre perfekt. Also halb 1 mittags, meine ich. Oder man wird dann so eine universelle Zeit festlegen. Was macht der Piepmatz denn da? Fliegen wir aus dem Bild. Ich kann den Fisch sonst nicht angeln. Der Piepmatz des Todes. Er hat mir mein Bild geklaut. Was macht ihr denn so Weihnachten? Das würde ich mal gerne lesen. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Bin ich echt gespannt, was ihr so Weihnachten macht. Ich glaube, so werde ich auch den Part nennen. Was macht ihr Weihnachten? Kann ich schon mal Fischernetz reinknallen. So. Die Farm wäre fertig. Ich habe fertig. Säge. Oh, kacke, da war die Säge nicht. Ah, die war da. Wie hässlich. Ich habe auch kaum noch Platz in meiner Scheune. Uah.
Ich kann ja was verbessern hier fast, ne? Genau. Fehlen noch 16. Das ist ja super. Da fehlen noch 1000 Bretter. Ach, oh nein! Was? Nein! Ich habe Nein geklickt. Ah, scheiße, da wollte Weizen an der. Au. Ein Schlag ins Herz. Ich habe Weizen auf Nein geklickt. Ah. Dieser Schmerz. Ich glaube, ich überstehe das nicht. Ich überstehe das nicht. Werde ich vor Weihnachten noch richtig gepiesackt. Aber richtig gepiesackt. Ich habe da übrigens Decken verkauft, also 10.980 waren Decken. Habe ich getradet. So, Weizen ist drin. Mein Herz ist im Arsch. Vor Frust von Greg. Den Schmerz muss ich erstmal verkraften. Ich kann dieses Video nicht länger halten. Es tut mir leid. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten und ich Sonntag nicht streame, wünsche ich euch natürlich frohe Weihnachten und ein frohes Fest am Sonntag. Feiert schön, macht was mit eurer Familie. Ich wünsche euch viel Spaß, lasst euch beschenken, beschenkt andere. Lasst euch glücklich machen, macht andere glücklich, das ist super. Und macht einen auch froh im Nachhinein. Auch wenn es Geld kostet, ich kenne das, aber es macht einen happy. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie eben schon gesagt, ein frohes Fest. Viel Spaß, Gesinnigkeit, Gesundheit und dem ganzen Schüsseljameng oder wie man das auch immer nennt. Ja, haut rein und ciao.